Die Bibel sagt etwas, was mich sehr erschrecken lässt. Die sagt, glaubt ihr, wenn ich mit meiner Stadt Jerusalem ins Gericht gehe, dass ihr Heidenvölker ungeschoren davonkommt? Ihr werdet wahnsinnig werden vom Schwert. Jeremia 25, das sagt Gott über die Welt und über die Völker. Schlüssigerweise kommt auf dieses Jerusalem-Millennium kommt unser hoher Priester, dann kommt die Gemeinde Jesu, dann kommt hier zum Schluss das Gesetz Gottes, ja, über ein gottloses Land, dann kommt ein gottloses Haus, ein gottloser Tempel und zum Schluss kommt das Ende und das hat mit Hamageddon zu tun. Das glaubt man erstmal so nicht, ja. Aber das werden wir sehen, dass das ein Zyklus ist, der hier anfängt und bis in die letzte Zeit geht. Hier geht es um Kriegswagen. Was passierte, was machen die denn? Diese Heere verwüsten das Land. Warum? Weil der Engel sagt, es wird eine Verwüstung geben des Landes. Und die Verwüstung wird bis zum Ende dauern. Und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Ja, das ganze Land wird verwüstet werden, sagt die Bibel. Also wir hätten hier, das wäre der Zyklus, den ich mit euch so anschauen möchte. Und das ist das erste Nachtgesicht. Vielleicht lesen wir das nochmal. Ja? Also wir haben jetzt so mal den groben Überblick. Ja? Und hier steht jetzt am 24. Tag des 11. Monats, welches ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Königs Darius. Das ist nicht der Darius aus Daniel 9, sondern das ist ein anderer Darius, der im Jahr 520 vor Christus, ab 522 vor Christus hat er geherrscht. Ist nicht der Darius aus Daniel 9. Das hier ist der Darius Hystaspes. Irgendwo habe ich es auch aufgeschrieben, ja? Nur, dass er da nicht durcheinander kommt. In der Zeit geschah das Wort des Herrn zu Sachaja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten, und sprach: Ich sah bei der Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferd. Da habe ich mal hingemalt. Besser ging nicht, ja? Da sitzt ein Mann auf einem roten Pferd und er hielt unter den Myrten in der Aue und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der unter den Myrten hielt, antwortete und sprach: Diese sind es, die der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchziehen. Vier Pferde. Sie aber antworteten dem Engel und dem Engel des Herrn, der unter den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen und siehe, alle Länder sitzen still. Da reden die Pferde. Gab es öfter auch, dass Tiere in der Bibel geredet haben? Ja, wer denn? Bitte? Der Esel? Super, bei Miljam der Esel, Pferde, Schlange. Ja, und in der Offenbarung redet noch ein ganz seltsames Tier. So ein Endzeittier, ja, ein Drache. Ja, also Tiere reden immer wieder mal in der Bibel, war ich auch erstaunt drüber. Hier reden die Pferde, ja. Wir haben die Erde durchzogen. Da antwortete der Engel des Herrn und sprach: Herr Zebaoth, ja, immer wieder Zebaoth, wie lange willst du denn dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du zornig bist gewesen, diese 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth: Ich eifere um Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Nicht um Israel? Warum denn nicht um Israel? Es geht um die Wiedergeburt Jerusalems. Ja. War Israel da zerbrochen? Wo war denn der Norden Israels? In der assyrischen Gefangenschaft, oder? Der Norden Israels ist ja nicht mehr zurückgekommen. Wir sind hier 520 vor Christus. Das ist praktisch Rückführung Israels aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Und da ist ja nur, also Juda und Jerusalem sind zurückgekommen. Ja? Also da merkt man schon, da ist eine Teilung und die Bibel ist da schon sehr exakt mit dem, was sie ausdrücken will. Ja? Nur vom Hintergrund, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, Israel zerbricht in zwei Teile, so wie es damals auch war. Ja? Okay, ich bin sehr zornig über die stolzen Heiden, denn ich war nur ein wenig zornig. Sie aber halfen zum Verderben. Darum, so spricht der Herr, ich will mich wieder zu Jerusalem kehren mit Barmherzigkeit
Und mein Haus, mein Tempel, soll darin gebaut werden, spricht der Herr Zebaoth. Ah, sagen die orthodoxen Juden, wir brauchen keinen dritten Tempel zu bauen. Der Herr Zebaoth wird das tun. Er wird den Tempel bauen, mein Haus, ja? Dazu soll die Zimmerschnur in Jerusalem gezogen werden. Also auch Jerusalem, die Stadt, soll wieder gebaut werden. Und predige weiter und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, es soll meinen Städten wieder wohlgehen und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Also das ist das erste Nachtgesicht und ist praktisch so die Einleitung auch zu den Nachtgesichten. Jetzt ist die Frage, was sollen denn die Pferde? Vielleicht erinnert ihr euch dran, es gab oder wird vier Weltreiche geben. Ja? Eins war Babylon, das ist mein Vorschlag für die Pferde. Ja? Eins war Medo-Persien, wer kam dann? Alexander der Große, der war ein bisschen rot, nicht so richtig rot, der war aus Europa. Ja? Der hat aber dann den Vorderen Orient eingenommen und der wurde so groß wie die zwei hier vorne auch, ja? Größer noch. Der ist auch rot, rötlich, rotbraun. Aber er ist nicht aus Kleinasien wie die beiden hier, Babylon und die Perser, die waren Asiaten. Er ist ein Europäer, hat sein Weltreich aber bis nach Asien ausgedehnt. Der ist so ähnlich rot. Ja? Und dieser hier hinten, der ist ganz anders als die vor ihm. Und ich vermute, dass der mal, dass man den als das antichristliche Reich sehen könnte. Und diese reiten jetzt. Diese durchziehen die Erde. Die Pferde sagen das. Und auf einem der Pferde sitzt ein Reiter. Das ist natürlich die Frage, erstmal, wer ist der Reiter? Und aus dem Text kann man sehen, dass dieser Reiter der Engel des Herrn ist. Und ich würde vorschlagen, dass der Reiter, der dort gezeigt wird, na, das ist vielleicht noch hier, das ist eine Stelle, wo in Daniel 7 jetzt geschrieben wird von einem vierten Tier, das viel anders ist als die vorigen und hatte 10 Hörner, sollen sie jetzt sich interessieren. Aber da kommt nochmal ein Weltreich, das ist ganz anders als die vorigen vor ihm. Und dieser hier, der Antichrist, der fasst diese Weltreiche alle in seinem Weltreich zusammen. Diese Weltreiche kumulieren im Weltreich des Antichristen. Wer sagt das? Johannes. In der Offenbarung, Kapitel 13. Ich trat an den Sand des Meeres, und aus dem Meer tritt ein Tier hervor und dieses Tier war gestaltet wie ein, jetzt muss ich überlegen, wie ein Panther, wie ein Bär und wie ein Löwe. Ja? Woher kennen wir Panther, Bär und Löwe? Aus Daniel. Ja? Löwe war Babylon, Bär war Medo-Persien, Panther war der schnelle Alexander. Und jetzt sagt Johannes, dass er ein aufgewühltes Weltenmeer sieht und aus diesem aufgewühlten Meer kommt ein Tier hervor, das ist wie ein Panther, ein Bär und ein Löwe und er dreht die Reihenfolge um. So als ob er sagen will, Gott dreht die Zeit wieder rückwärts, wieder zurück. Nicht bis zum Römischen Reich, noch weiter zurück, bis nach Babylon zurück. Bis in den Vorderen Orient, da wo die Weltreiche sind. Ja? Deswegen, glaube ich, hat Johannes diese Tiere in der umgekehrten Reihenfolge aufgezählt. Und ich glaube auch, dass wir sehen werden, wenn wir die Endzeit miterleben sollten, wo ich auch von ausgehe, ja, dann werden wir meiner Meinung nach sehen, dass die Welt so aussieht, wie in der Antike in der Bibel beschrieben. Da werden wir noch staunen. Der Nahe Osten wird so aussehen, da wird es ein endzeitliches Ägypten, Ptolemäer geben, da wird es endzeitliches Syrien geben, Seleukiden, da wird es vielleicht noch zwei weitere Diadochen geben, Kassander und Lysimachos, ist Türkei, Griechenland, die rasseln gerade mit den Ketten, da geht es richtig rund im Mittelmeerraum, ja? Griechenland mit Ägypten gegen die Türkei und Libyen wegen Öl, da knallt es ohne Ende, als ob die Diadochen mit den Ketten rasseln. Syrien, wisst ihr selber, Syrien wird gepflügt, das Land. ISIS geht da durch, die Russen sind da drin, die Iraner sind da drin, die Israelis werfen Bomben da drauf. Ja? Ein Wahnsinn, kommen wir auch nochmal nachher drauf zu sprechen. Israel ist wieder da und die sind alle gleich alt, die Staaten.
Ägypten, Syrien, Israel, Irak, Türkei in ihren heutigen politischen Formen sind alle 70 Jahre plus, also ein, zwei Jahre auseinander. Als ob es vor 70 Jahren plopp gemacht hat und die Welt sieht so aus wie in der Antike. Und es wird noch antiker werden. Ja? Ich glaube, wir werden Zeiten kriegen, wo wir Jesaja lesen können und gucken aus dem Fenster und sagen, also nicht jetzt hier in Interlaken, ja? Aber wenn wir in den Nahen Osten schauen, dass wir sagen, das Heilige Land, das sehen wir auch gleich nochmal hier, das ist die einzige Stelle, wo mal Heiliges Land in der Bibel steht, das Heilige Land sieht wieder so aus wie zur Zeit Jesajas. Kommt jetzt, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird gebären? Versteht ihr? Das ist, ich erzähle immer die gleiche Geschichte. Ich erzähle euch gar nichts Neues. Ich erzähle euch nur deswegen was Neues, weil ihr das vielleicht aus dem Alten Testament noch nicht so gehört habt. Deswegen klingt das neu. Wenn ihr das Alte Testament besser kennen würdet, würdet ihr sehen, ich erzähle immer nur eine alte Geschichte. Es ist immer die gleiche Geschichte. Wir sind Nutznießer einer nahöstlichen Familienstreitigkeit. Ja? Diese Völker haben, die sind alle verwandt da und das sind alle Semiten. Sem. Wir sind Japhetiten. Sem, Ham, Japhet, drei Söhne Noahs. Ja, wir sind Europäer, Japhet. Aber dort unten, das sind alle Semiten. Und die haben so lange untereinander gestritten und die haben auch mit ihrem Gott so lange gestritten, bis ihr Gott zu uns gekommen ist. Was für eine Gnade, ja? Aber die Zeit läuft ab und er geht wieder heim. Er geht wieder zu seinem Volk Israel, zu seinem Land Juda, zu seiner Stadt Jerusalem und wird dort noch ein Werk haben an ihr, weil die im hohen Alter noch gebären soll. Das wird kommen. Ich bin da fest davon überzeugt. Wie waren die drei Sem? Sem, Ham und Japhet. Und wer ist Ham? Ham sind die afrikanischen, nordafrikanischen und arabischen Staaten. Ja? Also ich glaube, dass... Deswegen, ich erzähle euch gar nichts Neues. Ich erzähle nur eine alte Geschichte. Und der Apostel Johannes sagt ja auch, wir haben kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was ihr von Anfang an hattet. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Jetzt schauen wir das alte Gebot vom Sinai an und sehen, das treibt Christus, hat Luther gesagt. Das Gebot des Mose treibt überall Jesus Christus. Und so lesen wir die Bibel und so lesen wir auch Prophetie. Wir fügen in Daniel kein römisches Reich rein, was da nicht drin ist, sondern wir ziehen die Linien ins Alte Testament, in Jesaja, in Jeremia, ins Richterbuch und von dort aus entwickeln wir das bis in die Endzeit. Und dann ist es ein Guss. Ja? Das ist das, was wir tun. Und wenn es Leute anders sehen, sehen sie es anders. Auch okay, ja? Bin ich niemand böse. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja? Das ist Jesus Christus. Ja, wer es immer wieder, Paulus sagt, die Erkenntnisse sind unterschiedlich. Aber was wir schon erkannt haben, da wollen wir dran halten. Sehr liberal, Paulus, ja? Ja, wo ihr noch was anderes denkt, das lasst euch der Herr offenbaren, aber was wir schon erkannt haben, da halten wir fest dran. Ja, authentisch, echt, kein Zwang, Sog, ja? Gott macht nie Druck, Gott zieht, ja? Also, auch in Daniel 7 nochmal, das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein, welches ganz anders ist als die Reiche vor ihm. Und deswegen, glaube ich, hat das vierte Tier auch eine andere Farbe. Ja? Und trotzdem ist es ein Weltreich, was die Welt durchziehen wird, speziell den Vorderen Orient. Ja, das war mal so mein kleines Intermezzo. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir den Ausflug hier erlaube. Vielleicht kurz zum Römischen Reich. Wir haben da gestern ja schon von gesprochen. Das Römische Reich wird in Daniel halt nirgends erwähnt. Das ist peinlich und ist blöd, aber es ist so. Und ich weiß nicht, ob wir hier darüber gesprochen haben. Ich habe schon mal gedacht, ob ich vielleicht mal 1000 Euro auslobe für den, der mir das Römische Reich im Daniel zeigt. Ich muss aber erst meine Frau fragen. Es geht ja vom Haushaltsgeld ab. Ja? Bitte? Mit Abraham geht es nicht ab. Genau, ja. Das sehe ich auch so, ja. Ja, ich habe gedacht, vielleicht könnte man einen Monat später mal erhöhen auf 3000. Bist du eine Million? Und es wäre spannend, ja? Also ich glaube auch, dass Theologen klagen werden. Und das wäre dann spannend. Dann kämen ja theologische Sachverständige, die Daniel untersuchen müssten. Ja, genau. Das ist ähnlich. Ist ähnlich. Ja, ja, es ist halt... Man darf es jetzt natürlich auch nicht auf die Spitze treiben, aber... Manchmal schmunzel ich so ein bisschen bei mir. Es ist halt leider so, es ist, also im Daniel ist auch Edom, Moab und Ammon, solche kleinen regionalen Stämme sind dort erwähnt. Und es ist, Griechenland ist wörtlich erwähnt. Babylon ist wörtlich erwähnt. Ja? Das erste Horn des Ziegenbocks ist der König von Griechenland, steht wörtlich im Daniel, Griechenland. Ja?
Du, Nebukadnezar, bist das goldene Haupt. Ja? Babylon steht wortwörtlich in Daniel. Medien steht wortwörtlich drin. Persien wortwörtlich. Medo-Persien wortwörtlich. Ihr findet das in Daniel. Das steht in Daniel. Ja? Edom, Moab, Ammon, Libyen, Kusch, Ägypten. Diese Staaten sind alle im Daniel drin, ja? Weil der Antichrist diese Staaten alle erobert. Aber Rom steht nirgendwo. Ja. Das liegt daran, dass wir uns so sehr auf das verlassen, was vor unseren Augen ist. Wir kennen das Römische Reich, das hat ja bis hier ins Rätoromanische seine Auswirkung gehabt, oder? Die Römer, das Römische Reich hat weltweite Auswirkungen gehabt, bis rauf zu den Engländern, bis nach Schottland. Und Rom ist das große römische Weltreich. Unsere Gesetzgebung kommt vom römischen Recht. Faszien, daher kommt Faschismus. Faszien waren diese Bündel, dieses Stockbündel, wo eine Beilklinge drin gehalten wurde. Ja, wenn die Stämme alle zusammenhalten, ist der Staat stark. Das war Rom, Faszien, Faschismus. Bitte? Ja, ja, genau. Ja, selbe Wurzel, ja. Ja, natürlich, absolut, ja. Also eins mal ist schon mal auch bedenklich, im Daniel geht es um die Abfolge von Weltreichen. Vielleicht stoppen wir hier und machen noch ein viertelstündchen Fragen, ja. Und dann machen wir heute Abend an dem Punkt hier weiter. Das römische Weltreich ist natürlich groß und zur Zeit des römischen Weltreichs ist ja Jesus auch gekreuzigt worden von Römern. Ja, und wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir erstmal den Eindruck, dass die Weltgeschichte bis zu Rom gegangen ist. Dann kam Jesus, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und von daher ist das Römische Reich dann noch eine Zeit lang gewesen, ist geteilt worden in zwei Beine. Die haben wir ja im Daniel Beine. Nee, haben wir nicht mal im Schenkel, ja. Schock, Schenkel. Also ich habe das Bibelinstitut in Stuttgart angeschrieben und habe gesagt, was heißt Schock? Heißt Schock Beine oder heißt Schock Schenkel? Ist das ein Plural oder ein Dual? Wie hängt das miteinander zusammen? Und die haben mir sehr freundlich da geantwortet, ja, und haben dann auch bestätigt, Schock heißt Schenkel. Und es gibt einen Plural und einen Singular und einen Dual. Also es gibt Eltern im Deutschen. Eltern ist immer Dual. Ja, gibt immer nur zwei, also ändert sich ja gerade. Ja, man kann ja viele Eltern haben, wenn man will. Aber früher war das so, in der alten Welt, da war Eltern waren dual. Ja, und Schenkel steht dort auch in so einer ähnlichen Form, aber die sagen, der Dual und der Plural sind miteinander aufgehört. Ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Wir legen das Römische Reich in Daniel rein, weil das eine Auslegungstradition ist von einem jüdischen Ausleger namens Flavius Josephus. Flavius hat geschrieben, dass Daniel auch von den Römern geschrieben habe, aber da wolle er jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil er das aufschreiben will, was gewesen ist und nicht das, was zukünftig ist. Das heißt also, Flavius Josephus, der zur Zeit der Urgemeinde gelebt hat, ja, der ein römischer Geschichtsschreiber war, aber Jude, der hat ohne Gottes Geist behauptet, Daniel hätte von Rom geschrieben. Steht in seinem Buch, Jüdische Kriege oder so. Ich habe es in Telegram auch gepostet vor ein paar Tagen. Also könnt ihr es nachlesen? Ja, gut, der hat sich ja Flavius Josephus genannt. Der hieß ja eigentlich nur Josephus, hat sich aber nach den Flaviern genannt, Flavius Josephus, weil der Titus und der Vespasian, die beide später Kaiser wurden, die kamen ja aus dem Haus der Flavier. Und deswegen heißt er Flavius Josephus. Aber die Auslegung, dass jetzt Daniel von Rom geschrieben hätte, fußt also auf einer jüdischen Auslegung von einem Flavius Josephus, der nicht wiedergeboren war, der nicht den Geist der Weissagung hatte, wenn man mal so ganz nüchtern sagen will. Ja? Und dann muss man mal überlegen, in der Wuppertaler Studienbibel steht, dass die Urgemeinde immer schon so ausgelegt hätte. Jesus hat immer schon so ausgelegt. Und in Daniel wären die zwei Beine ein Bild auf Ost- und Westrom. Und dann sage ich, habt ihr denn sonst keine Bibelstelle? Gebt mir doch einen Vers. Ja, was schon lange falsch war, wird je länger umso wahrer. Ja, es sind ausgetretene Pfade. Es ist natürlich unglaublich, es ist auch ein Skandal zu sagen, dass in Daniel nicht von Rom geschrieben wäre. Aber es ist es nicht. Ja, und ich habe Freunde, die sind Bibelschullehrer, die habe ich angeschrieben, habe gesagt, helft mir doch bitte. Wo ist denn Rom
im Buch Daniel erwähnt. Dann schreiben die mir zurück, ja, die beiden Beine sind Rom. Ach, sag ich, das meine ich nicht. Ich meine wörtlich Rom, R-O-M oder R-Ö-M-I-S-C-H-E-S oder so, ja, Römisches Reich. Oder wegen mir Lateiner, die Lateiner oder die Italier oder irgendwie sowas. Ja, gebt mir doch so einen Vers. Ich meine, Griechenland steht doch auch drin. Es gab auch Rom schon zu der Zeit, als Daniel lebte. Da war das aber noch eine kleine, da waren das die Etrusker. Aber der Daniel war ja nicht blöd. Daniel war ein Staatsmann, das war ein Alphatier. Ja, der hat den Staat gelenkt dort. Wir dürfen da Mäuschen spielen, wenn der Engel Gottes, wenn Christus selber mit dem Daniel spricht, da dürfen wir lesen und dürfen teilhaben an deren Gespräch. Der wusste schon, was in Europa lief und was in der Welt vorging. Das wusste der. Ja? Aber er meint Rom nicht. Ich habe es gestern nur kurz erzählt, er hat ja den Laenas und den Scipio Asiaticus. Im Daniel kann man die identifizieren, die stehen nicht wörtlich da, aber ihr seht die Figur. Und die ist beschrieben und man kann sehen, das ist der Laenas, der hat Antiochos Epiphanes nach Hause geschickt. Die waren Schulfreunde. Und ihr könnt auch den Scipio Asiaticus sehen, weil der lehrt nämlich den Antiochos den Dritten demütig zu sein, Daniel 11. Man kann also römische Feldherren und spätere Senatoren in Daniel identifizieren. Als ob Gott sagen will, ich habe Rom nicht vergessen, ich kenne sogar einzelne Feldherren und Senatoren. Und ich habe die sogar beschrieben in meinem Buch Daniel, aber ich meine Rom nicht. So dramatisch ist das. Und jetzt sind natürlich, Entschuldigung, alle, die das lesen, sind erstmal in Schockstarre. Und sagen, das kann ja nicht sein, ja. Das prüfe ich da mal nach. Und die kommen aber nicht vorwärts dabei, ja. Rom ist nicht erwähnt. Und ich glaube, dass diese Zeitspanne, die Daniel hat, die wird gerechnet von Jeremia 25, 605 vor Christus, vom ersten Jahr Nebukadnezars bis auf Antiochos Epiphanes. Und da hört die prophetische Geschichte Gottes auf. Ja, mit den 70 Jahrwochen, die müsste man ein bisschen anders rechnen, glaube ich, ist spannend. Und dann macht die Bibel einen Sprung von Antiochos Epiphanes in die Endzeit, zu diesem weißen Reiter, zum Antichrist. Ja? Und diese beiden, die sind deckungsgleich, das ist eine Person. Das, was schon mal war, das kommt exakt wieder. Ja? Und der Theologe, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, ja, wenn das so ist, wenn der Antichrist einen 7-Jahres-Bund macht und in der Mitte nach Jerusalem reinbricht, müsste man mal gucken, wie lange der Antiochos Epiphanes damals geherrscht hat. Ha, sag ich, Bingo. Und was soll ich dir sagen, wie lange der geherrscht hat? 7 Jahre. Und was soll ich dir sagen, was hat er in der Mitte seiner Herrschaftszeit gemacht, nach 3,5 Jahren? Jerusalem überfallen. Und was hat er dann gemacht dort? Der hat dort einen Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ja? Warum? Weil er Zehntausende von Juden gemeuchelt hat. Dieser Gräuel der Verwüstung wird nicht aufgerichtet im Sinne einer römischen Feldstandarte. Die römische Feldstandarte ist kein Gräuel. Die römische Feldstandarte ist eine Chimäre evangelikaler Endzeitauslegung. Sondern Jesus sagt, schaut, wer den Gräuel der Verwüstung damals angerichtet hat. Das war doch ein Antiochus, aber der war nicht aus Italien. Das waren Seleukide. Ja? Das waren Diadoche, das waren Grieche. Da kommen wir später nochmal drauf, auch im Verlauf von Sacharja, dass die Kinder Zions in der Endzeit gegen die Kinder Griechenlands kämpfen. Moment, Zion kämpft in der Endzeit gegen Griechenland. Das muss mal einer erklären. Und das ist ja, was ich sage. Ich sage, der Antiochos Epiphanes, der kommt wieder. Antiochos Epiphanes war Seleukide. Die Seleukiden waren Diadochen. Die Diadochen kamen von Alexander den Großen und waren Griechen. Das ist die Linie. Und in der letzten Zeit kommt ein endzeitlicher Antiochos wieder auf, ein Grieche, denn dieses Tier hat die Wunde vom Schwert, dieses Reich ist untergegangen, das Reich von der Seleukiden, und in der Endzeit kommt es plötzlich wieder auf. Und dieser ist genau wie der hier, und deswegen sagt Jesus, wenn ihr wissen wollt, was hier passiert, schaut euch den an. Denn davon redet der Prophet Daniel, und wer das liest, merke darauf. Ja? Das kommt genau wieder. 7 Jahre Herrschaft, in der Mitte nach Jerusalem rein. Tötet alle dort. Gräuel der Verwüstung wird aufgerichtet. Angerichtet, ja. Und da sagte dieser Gräuel der Verwüstung, der kommt wieder. Wann denn? Wenn der Antichrist in die Stadt Jerusalem bricht und wen dort drin tötet? Die Wiedergeborenen, die an Jesus glauben.
Das ist ein Gräuel. Der tötet Gemeinde Jesu in Jerusalem. Das wird angerichtet in Jerusalem. Aber das ist jetzt ein großes Thema. Und das Römische Reich steht jetzt ein Stück weit für Europa. Ja. Weil es ja nicht Asien. Ja, genau. Also ich glaube, dass das Römische Reich komplett ausfällt. Auch Europa. Die Bibel sagt nichts über Europa. Ist fatal, ne? Viele fragen mich und sagen auch seit Jahren schon, ja, wie geht es denn mit Europa weiter? Da sage ich, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass Europa so aussieht beim zweiten Kommen Jesu, wie es beim ersten Kommen Jesu aussah. Viel Wald, wenig Menschen. Ja, ist eine schlimme Aussage. Wo sind denn die Menschen alle hin, ja? Das Stichwort Diegelliste, ja. Ja, ich weiß, die Bibel sagt da nichts drüber. Die Bibel sagt etwas, was mich sehr erschrecken lässt. Die sagt, glaubt ihr, wenn ich mit meiner Stadt Jerusalem ins Gericht gehe, dass ihr Heidenvölker ungeschoren davonkommt? Ihr werdet wahnsinnig werden vom Schwert. Jeremia 25, das sagt Gott über die Welt und über die Völker. Er sagt, wenn dieser Gräuel der Verwüstung in Jerusalem angerichtet wird, wenn das Land verwüstet wird, wenn diese Rosse mit den Wagen wieder reiten und durch die Länder ziehen, glaubt ihr, ihr Heidenvölker kennt ungeschoren davon. Ihr werdet einen Taumelbecher trinken, alle. Und wenn die Heiden sagen, wir wollen nicht trinken, dann sagt Gott, jetzt trinkt ihr und ihr taumelt vom Schwert. Das ist Gericht an den Heidenvölkern. Und manchmal meine ich, dieses Taumeln speziell in unserer deutschen Bundesregierung schon deutlich wahrnehmen zu können. Ich will da nicht zu weit gehen, ja? Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Aber ja, wir taumeln doch, die Welt taumelt doch. Ja? Und hier bewegt sich was. Und Europa weiß ich nicht genau. 10-10 wisst ihr auch, ne? Das ist ja auch 27-10 müssten wir haben. Ja? Sollen wir Schluss machen? Ja, wir schließen mal. Ja? Ja? Also ich glaube, dass der Antichrist ein Tier aus dem Meer ist. Viele Christen sagen, die Juden werden den Antichristen ja verehren, wenn der kommt. Ja? Und viele Christen sagen jetzt, die Juden werden keinen Nicht-Juden verehren. Deswegen müsse der Antichrist Jude sein. So ist die Auslegung. Ja? Jetzt sage ich also, die Juden haben schon zweimal ein Tier aus dem Meer göttlich verehrt, in der Bibel. Die sagen nämlich einmal, wir haben keinen König außer dem Kaiser in Rom. Das Kalb haben sie auch verehrt. Das Kalb haben sie verehrt, ja. Ich will damit nur sagen, als das Neue Testament zeigt uns, der Kaiser in Rom war ein Tier aus dem Meer und sie verwerfen ihren Jesus, ja, ihren Messias zugunsten eines Tieres aus dem Meer und sagen, wir haben keinen, das ist nicht unser König. Unser König ist nur der Kaiser in Rom. Das heißt, sie geben dem Kaiser in Rom die Königswürde Israels. Ja, also sie machen das. Steht nicht in der Bibel. Ja? Ich sage nur, er ist auch alle Herrscher aus fremden, nicht israelischen Völkern sind in dem Sinn Tiere aus dem Meer. Ja? Deswegen sage ich, ich will damit nur sagen, es ist für mich nicht zwingend, dass die Juden einen Nichtjuden nicht anerkennen würden. Oder ich sage es positiv, ich halte es für möglich, dass in der Endzeit die Israelis auch einen Nicht-Israeli als ihren Befreier akzeptieren würden. Ja, sie haben das nochmal mit Herodes gemacht. Herodes war Edomiter und Herodes stand auf und hatte eines Tages eine Rede getan und dann sagen sie, das ist Gottes Stimme. Und dann fällt Herodes hinterrücks um und wird von Würmern zerfressen. Herodes Edomiter, kein Jude, bekommt göttliche Verehrung von den Juden. Also die Bibel zeigt das. Deswegen ist das für mich kein Argument zu sagen, der Antichrist muss Jude sein. Ich glaube anders, Roger Libby sagt das ja auch anders in seinen Sachen, aber ich glaube, der Antichrist ist ein Syrer, ein Seleukide. Warum? Weil Antiochus Epiphanes einer war und der wiederholt sich. Ja? Das würde ja heißen, wir brauchen in der Endzeit wieder Syrien. Gucken wir gleich nochmal, ja. Wer das beantwortet, ungefähr die Frage. Ja? Also ich weiß, dass viele Evangelikale sagen, der Antichrist muss ein Jude sein. Aber ich glaube, das ist nicht zwingend nötig. Ihr wisst ja auch, dass die Juden noch auf zwei Messiasse warten, ja. Das ist uns oft nicht bewusst.
Ja, die warten da täglich. Also letztens ist sogar eine israelische Kabinettsabgeordnete. Ja, die haben kein Licht, die Rabbiner. Also selbst Frauen sind jetzt schon als Messias da irgendwo angedeutet worden. Es ist so, die Juden warten noch auf zwei Messias. Wo kommt das her? Im Alten Testament ist ein leidender und ein herrschender Messias angekündigt. Und wir Christen wissen, der Leidende war schon da, das ist unser Herr Jesus Christus. Aber er kommt und wird herrschen. Ja? Und diese beiden Ankünfte Jesu versteht das Judentum so, als ob das zwei Messias wären. Der Messias Ben Josef ist der leidende Messias, der wird sterben, denn sie sehen ja den, in den sie gestochen haben. Ja, der wird bei einem Messerattentat ums Leben kommen. Und dann kommt der Messias Ben David, der Messias, der Sohn Davids, und der wird großes Unheil von Israel abwenden. Bitte? Ja, wenn man so will. Ja, erstaunlicherweise heißt der Sohn Josefs, das ist ja Talmud, ja. Und jetzt heißt das, dass Israel noch auf zwei Messias wartet. Noch ein Gedanke, dann machen wir Schluss, dauert 2 Minuten. Stellt euch vor, Jerusalem wird wiedergeboren, ja. Also die Stadt kommt, in Israel wird angegriffen, wird belagert, Jerusalem isoliert, Truppen stehen vor der Stadt und die Stadt Jerusalem bekehrt sich an einem Tag zu Jesus. Das heißt, die Juden, die dann in Jerusalem, und das könnte ja sein, der Geist Gottes ist ausgegossen, ja, seit 2000 Jahren, es wäre jederzeit möglich. Ja? Wenn die dann wiedergeboren sind in Jerusalem, dann werden die ja das Evangelium Jesu predigen aus Jerusalem raus. Ja, natürlich. Und zwar lauthals. Weil das letzte große, deutliche Zeugnis des Evangeliums ist an diese kaputte, sterbende Welt. Das lodert nochmal aus Jerusalem, bevor Gott Gericht macht, weil Gott ein gnädiger Gott ist und nicht will, dass jemand verloren geht. Für das Judentum ist das aber, und jetzt wird es ein bisschen haarig, ja? Für das Judentum ist das aber etwas Hochpeinliches. Weil ja aus ihrer Königsstadt Jerusalem das Evangelium dieses Jeschu gepredigt wird, der laut Talmud in der Hölle in seinen eigenen Exkrementen kocht. Und das ist die Welthauptstadt des Judentums. Und jetzt ist aber Jerusalem wiedergeboren und die wissen von Jesus und predigen das Evangelium Jesu aus Jerusalem raus. Und die ganze Welt sieht das, es kommt abends in den Nachrichten. Was werden die tun? Die werden sagen, das muss so schnell wie möglich beendet werden. Was Peinlicheres gibt es ja überhaupt nicht. Ja? Es wäre ja so, als ob aus dem Deutschen Bundestag die Scharia verkündigt würde. Was ja nicht so weit weg ist, ja. Ich will euch nur sagen, was das für ein Skandal für, man muss sich da reinversetzen, ja. Die werden versuchen, dieses Zeugnis so schnell wie möglich irgendwie zu beenden. Das geht aber nicht, weil Gott sagt, das wird 1260 Tage gepredigt werden. Ja, das wird kommen. Und wenn die ihren Dienst vollendet haben, dann kommt ein Tier aus dem Abgrund. Und das kommt wieder auf und das bricht in die Stadt Jerusalem rein und tötet die alle, die ganzen Wiedergeborenen, alle, bis in den hintersten Winkel, wie der Fuchs im Hühnerstall. Da bleibt nicht einer übrig, sagt Paulus auch, 1. Thessalonicher 5. Sie werden nicht entfliehen. Ja? Und an dem Tag wird der Antichrist sagen, schaut mal, niemand konnte die töten, aber ich konnte die töten. Und die Juden werden sagen, du hast große Schmach von uns abgewendet, du bist unser Maschiach ben David. Du bist Christus, der Sohn Davids. Dann ist er Antichrist. An dem Tag ist er Antichrist. Ja? Und diese 1000, wie viele Tage, das sind diese 3,5 Jahre? Ja, das, also, da kommen wir jetzt aber ziemlich tief in die Thematik rein, wenn man das, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen sollen, vom Mittagessen. Den Leuchter nicht vergessen, gell? Ah ja, genau. Du meinst, warum wir der Leuchter sind? Also zum Schluss von der ganzen Sache, nur um das vorwegzunehmen, machen wir aber nur ganz kurz. Zum Schluss, wenn Jesaja dieses Bild bekommt, dieses Nachtgesicht, dann fragt er ja, was ist das? Und der Engel sagt, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und dann sagt er, also wenn der Engel mir antwortet, dann frage ich nochmal. Und dann sagt er, was sind denn die zwei Zweige an den Bäumen, die in die Schale reichen und an denen das Öl fließt, in diese Schale rein, die der Welt Licht gibt. Und dann sagt der Engel, das sind die zwei Gesalbten, die stehen vor dem Herrn der Erde. Und diese zwei Gesalbten, die vor dem Herrn der Erde stehen, das ist Offenbarung 11.
als ob der Engel in Sacharja in dem Nachtgesicht schon Offenbarung 11 vorbereitet, ja? Was aber auch erst 600 Jahre später formuliert wurde von Johannes. Das hat Gott alles schon da reingelegt. Und diese zwei Zweige, an denen das Öl herabfließt und die Licht geben für den Leuchter, sind zwei Zeugen, oder? Denn die tauchen in Offenbarung 11 auf. Aha, dann hat also der Sacharja die Gemeinde Jesu gesehen und nochmal zwei Zeugen. Was machen denn die zwei Zeugen da? Die predigen gewaltig, ja, das Evangelium Gottes. 1260 Tage. Und die gehören sowohl zu Israel, zum Ölbaum, und sie sind gleichzeitig Leuchter, weil sie aus Jerusalem raus der Welt Licht des Evangeliums geben. Ja, 3,5 Jahre. Wie lang ist Corona? 2,5 jetzt. Ja, 2,5 Jahre vielleicht. Ja, das wird 3,5 Jahre dauern. Und dann werden vielleicht eure Nachbarn sagen, hört ihr da auch zu denen? Ja, aber die werden diese Zeit haben. Und diese zwei Zweige, die im Nachtgesicht von den Ölbäumen das Öl in den Leuchter geben, das sind die zwei Zeugen, die vom Ölbaum kommen, weil das sind Juden, die aber an Jesus gläubig geworden sind und Gottes Geist haben und das Evangelium leuchten lassen. Mehr sage ich ja nicht. Das Evangelium geht wieder nach, merkt ihr das? Das ist immer der gleiche Kreis, der da geschlossen wird. An die Brücke zu den Aufgepfropften. Ja, genau. Genau, ja. Und diese beiden sind sowohl Leuchter als auch Ölbaum. Die geben der Welt das Licht des Evangeliums, aber sie sind vom Ölbaum, sie sind Juden. Warum? Naja, weil Israel in der letzten Zeit, Jerusalem, wiedergeboren wird. Juden kommen zum Glauben. Die Gläubigen sind Licht, genau. Das ist egal, ob ich Jude war oder ob ich Christ bin. Oder Heide, ja. Wenn ich Jesus habe, alles gut. Aber ihr seht, diese Geschichte der Wiedergeburt Jerusalems, ja, das kommt überall, hier kommt das vor. Wenn wir über die Endzeit belastbare Aussagen machen wollen, müssen wir von diesem Tag wissen. Und dann werden viele Dinge plötzlich klar, ja. Die zwei Zeugen, ich bitte euch, wer predigt gerne über die zwei Zeugen heute? Niemand. Die würden wir doch, welche evangelikale Gemeinde vermisst denn heute die beiden Zeugen? Niemand. Das weiß ja nicht mal jemand, wer die sind. Müsste man auch mal sich Zeit nehmen vielleicht ein bisschen für. Hört mal kurz. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das Haus David und die Bürger, sind das die zwei Zeugen? Ich glaube schon. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Dann hätten wir ja 12 Stämme im Alten Testament und zwei Zeugen in der Endzeit, oder? Dann hätten wir 12 tote Stämme Israels und 2 lebendige Stämme in der Endzeit aus Israel, die wiedergeboren sind. Ja? Erinnert euch das an was? Kennt ihr das Brustschild von dem hohen Priester mit den 12 Edelsteinen? Was war da drin? Urim und Thummim. 12 tote Edelsteine, 2 lebendige Steine, 2 lebendige Zeugen. Das müsste man in Ruhe mal nachschauen. Das ist spannend. Aber das machen wir jetzt machen wir Schluss.